Gegnerangriffe zählen Waffen, ne? Vor Drachenfeuer, vor Magie. Macht mir ein bisschen Angst, aber okay. Hallo, ich habe zufällig Klare gefunden. Warte, Neuer. Was ist? Vor kurzem wurde etwas aus dem Wachhaus gestohlen. Einer meiner Männer meldete mir das. Weißt du etwas darüber? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß, dass du die Sachen genommen hast, denn nur Rufus' Paket hat gefehlt. Und ich weiß auch, dass du etwas von ihm haben wolltest. Du hast aber Glück. Wir haben die Sachen untersucht und nichts Interessantes gefunden. Die hätten wir ohnehin verbrannt. Aber sowas solltest du nicht noch einmal abziehen. Darf ich nun rein? Das entscheiden die Torwachen. Versuch's einfach mal. Das ist übrigens gelogen. Ich habe mir nämlich auch andere Sachen mitgenommen als nur das Paket. Da ich jetzt Zugang habe, kannst du mir etwas über Asun erzählen? Nun, außer der Stadt Asun, wo wir uns gerade befinden, gibt es noch ein Kloster und das freie Lager. Die wichtigsten Teile des Landes sind zwar von Wachposten durchzogen, doch es ist für einen untrainierten Kämpfer gefährlich, alleine durchs Land zu ziehen. Welche Gefahren gibt es denn dort draußen? Erstmal solltest du die Biester, die es überall gibt, nicht unterschätzen. Wenn du nicht aufpasst, rotten sie sich zusammen und machen dir ganz schnell den Gar aus. Außerdem wären da noch Wegelagerer, die vereinzelt an den Wegen lauern und versuchen werden, dir dein letztes Hemd zu rauben. Erzähl mir von dem Kloster. Bewohnt wird das Kloster von Priestern und Mönchen. Erkundige dich dafür bei Sakerdos. Er hält jeden Tag eine Predigt. Wie ist das Leben als Rekrut so? Ich finde, Rekrut zu werden war das Beste, was ich machen konnte. Ich passe hier auf, dass alles seine Richtigkeit hat. Ab und zu gibt es zwar Ärger, aber eine größere Auseinandersetzung gab es schon lange nicht mehr. Außerdem habe ich ein kostenloses Quartier, einen Sold und täglich 3 Mahlzeiten. Was will man mehr? Dirnen? Gibt sie um die Ecke bei Mentula. Nicht gerade billig, aber jeden Roperi wert. Du erwähntest ein freies Lager. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, das freie Lager wird von einem Wulfgar geführt. Viel kann ich dir aber nicht erzählen. Am besten gehst du mal zum Marktplatz und sprichst mit einem fahrenden Händler, der auch im Lagerhandel treibt. An deiner Stelle würde ich aber lieber hier in der Stadt bleiben und mich als Rekrut bewerben. Hier herrscht Ruhe und Ordnung und du hast einen geregelten Tagesablauf. Zusätzlich gibt's auch noch einen fairen Sold. Was muss ich machen, um als Rekrut aufgenommen zu werden? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten sprichst du mit Argos. Er kommandiert die Rekruten hier im mittleren und unteren Viertel. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du ohne eine anständige Arbeit nicht aufgenommen werden wirst. Muss ich sonst noch irgendwas dazu wissen? Nein, das müsste alles gewesen sein. Frag ihn einfach. Er wird dir alles erzählen. Wo finde ich Argos? Er steht meistens vorm Wachturm am Marktplatz. Gut, dann gehen wir mal rein vielleicht jetzt. Halt! Was gibt's? Nichts, weitergehen! Danke, dass du mich dafür 2 Sekunden lang belästigt hast. So, ich klaue euch mal das Essen und das Wasser. Jetzt müsst ihr leider verhungern oder verdursten. Einen grauenhaften Tod sterben. Hey, du! Danke für das tiefgründige Gespräch. Ich glaube, im letzten Mal habe ich deutlich mehr gebraucht. Das ist nur 3 Tage. Dritte Tag ist es jetzt. Ich glaube, im ersten Mal habe ich da deutlich länger gebraucht, weil ich komplett blöde bin. Und auf brutal gespielt habe. Nicht, dass das viel Unterschied gemacht hätte. Ui. An der Performance arbeite ich nochmal. Ich habe da nur auf Test, stimmt hier aus Testgründen Zeug. Warum auch immer. Aber hey, passt schon. Beim nächsten wird es dann vielleicht besser, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es wird nie besser bei mir. Es geht nur in eine Richtung und die ist abwärts. Auch wenn ich gerade den Berg hochgelaufen bin. Sähe auch leicht beeindruckend aus, wenn es Tag wäre und hier auch tatsächlich Leute rumlaufen würden. Also.
Das ist also die aufstrebende Kolonialstadt Asun. Mal sehen, was ich hier alles finde. Ich sollte am besten direkt zur Burg und dem Fürsten berichten. Da lassen sie dich hier nicht rein, von daher. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Sollte man vielleicht auch mal überarbeiten, dass man davon nichts versteht. Für Notfälle und so. Richtig, aber da darf ich nicht reinspringen, weil wenn ich da jetzt reinspringe, komme ich nicht mehr raus. So war da doch, ne? So war doch dies irgendwie, ne? Gut, dass man die Schwerter nicht mitnehmen kann. Sind wahrscheinlich alle festgeschweißt in dem Holzfass. Und das Holzfass ist auch festgeschweißt auf dem Boden. Ich bin mir sicher, dass man hier auch die Äpfel... Nee. Äpfel hier, Äpfel da, nimm alles mit, steck sie ein. Joa, steck erstmal alles ein. Kann ich die auch gleich töten oder beschwert sich da irgendwer? Steck erstmal alles andere ein. Vielleicht soll ich die zuerst töten, bevor es wieder Tag wird, Leute drauf rumlaufen und dann sie mich nicht mehr in Ruhe lassen. Sind doch immer sehr hartnäckig, die Leute, die mich völlig grundlos plötzlich hassen. Du hast meinen Liebsten umgebracht, jetzt hasse ich dich. Ja, was soll denn das? Mal ein bisschen hier Liebe deinen Nächsten, auch wenn du deine Frau oder so umbringt. Ich sag viel nicht schnell. Das ist uns echt schlecht. Oh, wow, noch mehr Äpfel. War das hier nicht höher, das Limit, weil man so viele Äpfel bekommt? Oder erinnere ich mich da komplett falsch? Da liegt noch einer im Korb. Den möchte ich natürlich auch noch. Kein Apfel wird zurückgelassen oder so. So, mehr rohes Gänsefleisch. Aber der wahre Grund sind halt die 10 Erfahrungspunkte. Die werden es richtig rausreißen, du. Das mag im ersten Moment nicht viel klingen, aber wenn du halt im Spiel 1000 Gegner mit 10 Erfahrungspunkte tötest, dann sind es halt auch 10.000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, so viel 10 Erfahrungspunkte Gegner gibt es ja nicht. Dass sie das jemals irgendwie lohnen würde, aber was soll's. So, Unkraut. Ich weiß nicht, warum ich das mitnehme, aber ich kann mir bestimmt auch irgendwie irgendwo hineinschütten, irgendeinen Trank. Für den Unkrautvernichtungstrank braucht man erstmal Unkraut, um die Wirksamkeit des Trankes zu bestätigen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das existiert. Ist hier noch ein Apfel irgendwo im Baum? Nein. Da vielleicht. Sollte ich jetzt diese Leiter hinaufklettern oder würde ich dann sterben? Erstmal diesen Apfel mitnehmen. Da oben könnten noch Äpfel sein, ne? In der Tat könnte dies der Fall sein. Lass mal hochklettern. Und dann einfach oben wieder runterfallen, nehme ich an. Sind hier noch Äpfel? Nein. Okay. Ach, schade. So, was haben wir da noch?
wieder Kisten voll mit Zeug, wo man nichts mitnehmen kann. Da ist auch nichts. So, jetzt muss ich mit den ganzen Leuten reden. Ach du Scheiße. Das wird dauern. Das war den knöterig. So, haben wir noch irgendwas? Nee. Hat die Probleme damit, wenn ich in ihrem Haus rumlaufe? Gucken wir mal, was sie macht. Was suchst du hier? Geh! Na bitte, geht doch. Na bitte, geht doch. Warte mal. Ist das dein Garten? Ich bin Margot. Oder auch Kräuterliesel, wie man mich gerne nennt. Wenn du Fragen zu Kräutern hast oder nach seltenen Kräutern suchst, komm immer direkt zu mir. Ich kann dir sicher helfen. Zurück zu meiner Frage. Also, ist das dein Garten hier? Ja, ich bewirtschafte ihn ganz alleine und baue alle möglichen Kräuter an. Wie sieht es mit Vanadium aus? Was ist denn mit ihm? Hast du mit ihm Kontakt? Natürlich habe ich das. Was denn sonst? In meinem Garten wachsen alle möglichen Kräuter und ein Alchemist interessiert sich natürlich dafür. Ich verkaufe ihnen immer mal wieder ein paar Pflanzen, die man in der Alchemie gut gebrauchen kann. Wovon lebst du? Von meinen Pflanzen und Kräutern natürlich. Viele davon sind doch recht schmackhaft. Und von den paar Sachen, die ich verkaufe, kann ich mir vom Markt das ein oder andere zulegen. Weit weg ist er ja nicht. Nein, direkt vor dem Garten, aber manchmal doch etwas zu nahe. Manchmal kann es da unten recht laut zur Sache gehen. Was ist hier über deinem Garten? Ach, das ist die Kaserne der Rekruten. Das klingt recht ernüchternd. Du bist nicht so recht davon begeistert, oder? Gegen die Rekruten habe ich ja meistens nichts. Außer wenn sie morgens zum Dienst antreten. Naja, die haben dort oben einen ziemlich nervigen Schmied. Ich weiß ja nicht, wer das da oben macht, aber derjenige ist immer schon vor Sonnenaufgang auf den Beinen und hämmert da oben in seiner Schmiede rum. Zu einer Zeit, wenn normale Menschen noch schlafen wollen, schwingt er wie ein Wahnsinniger den Hammer. Aha, aber um die Mittagszeit ist es hier in der Stadt nicht laut? Doch schon, aber daran konnte ich mich gewöhnen. Da will ich schließlich nicht schlafen. Welche Pflanzen baust du hier an? Alles Mögliche. Hier stehen ein paar Apfelbäume von mir. Aber Karotten, Salat und Tomaten sind hier auch. Außerdem wachsen hier noch ein paar wilde Pilze. Und dann eben noch Kräuter wie Feuernesseln, Heilpflanzen. Ich habe auch mal stärkere Sachen probiert, aber die wollen hier wohl nicht wachsen. Stärkere Sachen? Stärkere Heilkräuter. Kein Sumpfkraut natürlich oder solche Sachen. Natürlich nicht. Was hast du denn anzubieten? Dann schau dich um. Was kostet überhaupt so ein Apfel? 8? Ja, ich habe noch nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt hier die dicken Äpfel kaufen kann. Die Äpfel kann ich mir noch nicht leisten. Ich bin ein armer Mensch. Apfel ist nicht. Hey. Hast du irgendwas Interessantes zu sagen? Ja, was ist das normale Rekruten, bla bla blub da drauf. Das geht. Geht's hier nicht hoch zu dem. Nein. Dann wohl nicht. Ich glaube, die lassen mich hier nicht rein, weil ich kein Nix bin. Weil ich ja nichts bin. Und keine wichtige Person. Ich darf hier rein? Okay. Hey du! Okay, dann. Vergiss das, was ich gesagt habe. Ich. Habe eh keine Ahnung, wovon ich hier rede. Also alles wie immer. Halt! Du kommst hier nicht durch. Okay, ich darf nur nicht hier rein, aber hier hoch darf ich schon. Auch immer hier dicke Trank liegt. Da hinten liegen Lederbeutel, jawohl. Platziere die auch mal. Sollten sie vielleicht nochmal überarbeiten, die Platzierung ihrer Lederbeutel. 50 Rupien. Uiuiui.
könnte ich schon das Zeug zurückgeben, hm? Und dann für vielleicht irgendwas von dem Typ bekommen. Wahrscheinlich nicht viel, aber wahrscheinlich ist das wirklich nur Verarsche. Habe ich den 4GB-Patch noch am Laufen? Ich muss mal gucken. Ich optimiere nochmal eine Performance herum. Kann nur schlimmer werden. Wollt ihr mich nicht aufhalten? Nein, okay, dann halt nicht. Da drin ist die Kaserne. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich da rein. So, lag hier außenrum nicht noch irgendwo was? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Gucken wir halt mal rum, ne? Schauen wir mal, ob wir was finden. Ich habe mich irgendwie in Erinnerung, dass hier noch ein Sack oder sowas liegt. Also zum Mitnehmen. Sack Mehl oder so. Sack Zement. Da liegen sogar noch Tränke hier rum. Und ein Lederbeutel. Ja, Sack Lederbeutel. Wo ist denn da der große Unterschied? Ich vermute, das war alles. Das war alles. Okay. Ich weiß zwar immer nicht, warum das Zeug so komisch liegt, aber gut, ich verstecke mein Geld auch immer draußen im Garten. Wenn ich es brauche, grabe ich es aus. Halt! Dreh sofort um! Hey, das ist die Ohne einen Beweis werde ich wohl nicht zum Fürsten vorgelassen. Am besten suche ich mir einen anderen Weg rein. Ich sollte mich hier beim wichtigen Militär umhören. Schwere Lederbeutel vor allem. Nicht irgendwie so ein kleiner Lederbeutel, nee, sondern so richtig dicker Lederbeutel, weißt du. Ich will die Annahme lang an. Ich muss ja nochmal eine Performance optimieren. Lass mal kurz. Der war geschickt. Kann es sein, dass sie da so eine unsichtbare Wand hingesetzt haben, nachdem sie gemerkt haben, dass man da rein kann? Ja. Ihr denkt wohl, ihr könnt mich hier aussperren, wa? Ich sehe die unsichtbare Wand. Die haben selbst gemerkt, dass man da wohl so durch die Kaserne kommt, wa? Ja, müsste ich aber bitte mal festhalten. Da haben sie wohl gemerkt, dass man hier so in die Kaserne kommen kann und das abgestellt. Ich sehe, aber haben sie da auch das überall gemacht? Ja. Sie haben, also zumindest hier überall gemacht. Okay. Weil das wahrscheinlich keine Rolle spielt. Ich meine, wenn man sich so Any% Glitch Speedruns von Gothic 2 anguckt, weiß man, wie kaputt dieses Spiel ist. Welche Glitches könnte. Ja, keine Ahnung, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon beim Fürsten. Wer braucht schon No Clip, wenn er Cheats hat? Gute Frage, nächste Frage. No Clips, wenn er Bugs hat, Glitch hat. Habe ich jetzt eben gesagt, wir brauchen No Clip, wenn er Cheats hat. Ach, was weiß ich, was ich gesagt habe. Ich höre mir doch nicht zu. Müsste man ja bescheuert sein, mir zuzuhören. Na komm. Es lädt immer noch. Es funktioniert auf einmal so viel besser. Ist der Wahnsinn. Geile Sache. Freut mich sehr. Bum, bum, bum. Gut.
Ist immer noch nicht Tag so richtig. Da können wir noch ein bisschen Kleinigkeiten hier einsacken. Ja, hallo, nimmst du das mit? Was soll denn dies? So nehmen wir es mit. Und da darf ich wahrscheinlich auch nicht lang. Halt! Hier kommt nicht jeder rein. Und wer kommt hier rein? Nur Argos oder Hamilkar können dir eine Berechtigung verschaffen.